So, hier ist jetzt Action. Ich schneide das einfach an den Anfang des Videos. Ich glaube, das ist der spannendste Part. 16 Zylinder bei der Arbeit. Immer das Carbon, das Cray Carbon Fiber. Wir nehmen die Verfolgung auf. Der F-Type ist lustig. 6-Zylinder F-Type hat er, oder sogar 4-Zylinder, hat da diese Blinkelichter. Das baut er mal einen Turn-up. Jetzt ist er da wieder reingefahren. Rechts ist gut. So, da vorne hängt sich die alte aus dem F-Type raus. Der Autoverkäufer mit dem Veyron macht jetzt eine Probefahrt mit einer Dame auf dem Beifahrersitzplatz. Eine kleine Imponierfahrt. Hier stehen sie zwischen den Bäumen. Hier bei der Motorworld in Köln, Gölle, Cologne. Saisonstart 2024, Motortreff am Butz ist die korrekte Bezeichnung. Wir hier einen atemberaubenden Bugatti Veyron. Ich finde bei dem Anblick atemberaubend, wenn der Spoiler ausgefahren ist, kann man da immer so lustig reingucken. Das Auto heißt wohl Grey Carbon Edition. Wieso, kann man sich nur fragen. Vermutlich, weil er Grey Carbon hat. Mein GLE übrigens heißt Silver Edition, weil er Silber ist. Dadurch, dass die Karre halt so rar ist, kann man die halt, ist direkt eine Edition. Der Köver eben noch ein Elfer.
Danach filme ich wahrscheinlich noch den Abbau der Techno-Klassiker. Die gesamte Techno-Klassiker habe ich ja direkt an Tag 1 am Media Day schon gefilmt. Da hinten stehen diese Grenadier-Umbauten, die werden sehr, sehr stark beworben. Wurden auch schon die ersten ausgeliefert, glaube ich, oder sind alles Probefahrten. Auf jeden Fall auffällig viele auf den Straßen schon gesehen. Ganz viel Achter. Witzig auch, wie klein damals hier noch diese Nieren waren, wie groß die mittlerweile bei so einem 7er oder X7 sind. Wie immer filme ich auch hier alles. Ich laufe mal ein Ründchen hier am Parkplatz. Was gibt es hier zu sehen? Corvette, Kia, Dakar, Panamera, Kia, Cayenne, Kia, GDI, Opel Adam, Opel Corsa, OPC, Toyota, Citroën, AMG GT, Subaru, Volvo, 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 Pony Car, Mustang, Nissan Micra, hier geht's rund. Sehr, sehr kleines Treff, ich bin das von Stuttgart gewohnt und auch Klassikstadt schon seit, keine Ahnung, seit es die Klassikstadt gibt, bin ich zu den Treffen dort Saisonstart, Saisonende gegangen. Da ist irgendwie ein bisschen mehr Action, das hier ist irgendwie recht klein. Das Gebäude und so ist einfach, ja, wobei, von der Größe des Gebäudes ist ziemlich groß. Aber das Treff ist irgendwie recht klein. Hier, sehr schön, Pontiac Firebird. Tolles Auto mit dem Firebird auch drauf, auf der Haube. Abarth, Mini Cooper, John Cooper Works, GDI, Pagode, Challenger, Honda. Gucken wir mal. Aber jetzt zeige ich euch mal alles. Für alle, die es aus welchen Gründen auch immer nicht hierher schaffen konnten, haben wir jetzt die Möglichkeit, ein Video zu schauen. Und können sich so fühlen, als seien sie hier gewesen, da ich jede Reihe filme. Heckflosser. Da hat die Maus ein bisschen angeknabbert. Das hier finde ich lustig. Schiefes Kennzeichen, finde ich sympathisch. Quasi ein Interceptor aus den USA probiert nachzumachen. Sehr schön hier, Alpina E30 Cabriolet. Sehr auffällig gepulverte Felgen. Cupra Gang, Cupra Gang, Cupra Gang, ganz viele Cupras, einer nach dem anderen. Ein Replika eines Dean Martin Spiders. Das ist ein normaler AMG GT, wobei hinten die dicken Backen, ich muss von hinten sehen, dann ist wahrscheinlich ein GTC, der irgendwie noch einen Spoiler drauf hat und ein bisschen mit Farbe gespielt hat. So, was ist hier? Nicht so spannend, gehen wir mal da vor. PC. Viel Lärm für nichts. Hier ordentliche Karren. Da das Video hier, glaube ich, nicht sonderlich viel Material birgt, fahren wir vielleicht noch hier zu Modena Ferrari und gucken, was da so in den Showrooms und so rumsteht. Hier ein dicker Toyota Supra.
selbstverständlich zu erkennen hier an dem Supra-Spoiler. Endgeil. Toyota Supra. Das ist wirklich lustig, sieht wirklich aus wie ein kleiner Supra. So, was haben wir hier? Das fand ich ganz sexy. Hier, sei wohl auch ein Spotter. Grüße gehen raus an dich. Hab ich gestern auf der Kirche schon gesehen. Lorenza kann man durchaus mal unterstützen. Lorenza Heckstoßstange, Spoilerlippe, in die originalen Felgen, Falterbach Logo reingemacht. Da hat er hier am Kotflügel das Teil noch und die Spoilerlippe vorne. Ich finde die Platzierung vom Lorenza-Emblem irgendwie ein bisschen komisch. Müsste mal googeln. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es echt ist. Würde mich jetzt wundern, wenn es ein falsches Bodykit wäre. So, was haben wir hier noch? Nicht sehr aufregend. Können wir hinten noch zu dem neuen S 63 AMG. Du hast ja keinen Druck, dass das fahren muss. 129. Er mit coolen Brabus-Felgen. V8 Biturbo E-Performance. Ah ja, der hat da ein Edding über seine Plakette gemalt. Ah, ganz im Eck haben wir einen 68er Charger. Gehen wir auch mal hin. Quatsch, dass ich hier so gemütlich langschlendern. Ihr seht ja, in welche Richtung es läuft, habt ihr auch die Möglichkeit, Stellen zu überspringen, die ihr nicht mögt. Warum 68? Das kann man vorne und hinten erkennen. In den Lichtern jeweils. Der hat nämlich die vier einzelnen Lichter. Daran, ja, am Heck kann man es am besten erkennen, vorne kann man es. Sehen sie, glaube ich, sich alle sehr ähnlich, aber daran kann man es ganz genau erkennen. Das Baujahr. Cooles Auto werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ein Chevy Bel Air. Oder? Heißt dann das Coupé auch Bel Air oder nur wenn es ein Cabriolet ist? Air wird ja für Cabrio sprechen, ne? Wenn es einer weiß, kann er mir schreiben, ob das jetzt auch ein Bel Air war oder nur als Cabrio. Ja, müsste glaube ich auch ein Bel Air gewesen sein. Egal ob Cabrio oder nicht. Dann gehen wir mal hier in die mittlere Reihe wieder durch. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich? 9 Minuten? Ja, das ist gut. Dann noch vorne im Parkplatz. Drinnen habe ich ein Video zur Dauerausstellung, zu den Fahrzeugen, die dort dauerhaft ausgestellt sind. Zeige ich alle Autos, alles wie es da drin aussieht. Wenn da jetzt irgendwas Besonderes ist, zeige ich das euch natürlich auch noch. Hier ein Challenger. Kleine Motor. GT3 RS. Gibt's wie Sand am Meer. Ich könnte es nicht zählen, wie viele ich jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gesehen habe davon. Hier noch so einen roten Urus. Urus auch nicht so spannend, den Rot ist aber ganz cool. Lotus Esprit. Wenigstens mal was Außergewöhnliches, was nicht jeder mitbringt. Ehrlich gesagt finde ich auch mal so einen ganz klassischen AMG GT, die ja einen massivsten Wertverlust erlitten haben, auch mal spannend zu sehen. Das ist einfach der erste stinknormale AMG GT mit den Zier-Radnabenabdeckung, die quasi Zentralverschluss nach einem, der gar nicht da ist. C63 mit Spoilerlippe hinten dran, beziehungsweise Diffusor. Ist ja auch eine Spoilerlippe. Spoilerlippe hinten. Sie spoilert das Auto. Die Kiste gestern auf dem Tuning-Treff gefilmt. Beide Kisten. Und an der Kö ihn, den rechten nicht an der Kö, ihn an der Kö und beide zusammen dann ein Ding gefilmt. Tuning-Treff, Video von gestern. Gestern entstanden zwei Videos. Auch sehr spannend ist eigentlich Amsterdam Motor Show, solltet euch mal angucken. Hier sehr aufwendiger Kotflügel.
gucken mal, was da noch so kommt. Laufen wir davor. Stopp das Video, lauf mal davor. So, hier Bentley Lamborghini Händler. Sind ein paar Kunden gekommen, GT2S. Ist der einzige hier von dem 911er Trupp, den ich respektiere. STU, auch wie Sand am Meer leider. Absolut keinerlei Seltenheitswert und Spottingwert. Ich weiß, die Spotter gehen alle steil wie verrückt, wenn sie einen sehen, aber da ist ein R32 seltener und aufregender als ein STO zu sehen. Ja, wobei STO sieht immer cool aus. Also GT3, GT3S ist wirklich ein bisschen arg häufig. Dann er hier, er fuhr gestern mit dem Chiron rum. Also sein Kollege irgendwie. Dann haben wir da schon zwei neue performante Urusse. Die sollen ja irgendwie so schwierig zu sein, zu erreichen. Aber komischerweise sieht man sie sehr häufig. Italia mit aufwendiger Innenausstattung. Spannender ist aber eigentlich er hier. Weil er entstand noch zu einer Zeit, wo nicht jedes Auto 100-fach hatte. Ah, den haben wir gestern auch gespottet. Treue Tixo-Folge haben den hier in meiner Story gestern gesehen. Richtige Tixo-Farbe. Leute, die mich schon seit Jahren begleiten, bevor ich diesen Kanal aufgebaut habe, wissen, dass der Tixo normalerweise nur goldene Mercedes fährt. Hier ein W210 mit E55 und einer riesen AMG-Bremsanlage. Kommen ein paar Autos rein. Schau mal, gibt es hier noch irgendwas? Durch. Die Folierung habe ich auch gestern auf einem R8 gefilmt und fotografiert. Ja, ich gucke mal, Modena Cars, oder es kommt noch vielleicht irgendwas hier reingefahren. Wie viel haben wir jetzt? 3 Minuten. Bloß davor weiß ich nicht, wie lange das war. Machen wir noch Modena Cars oder so dran. Oder allgemein Kölner Autohäuser. Hier zoome ich mal noch an. Schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, like, Instagram folgen, schreiben, liken, kommentieren, Liebe dalassen. Viel Gesundheit euch und eurer ganzen Familie. Mal gucken, ob wir noch zu Modena gehen. Ansonsten kommen noch ein paar coole Videos. Danke fürs Zuschauen. Und hier haben wir den Aventador-Nachfolger Revuelto und den SCO dahinter. Hier der Urus von Fired Bang. Mir wurde gerade gesagt, ich muss das ins Video bringen. Und hier haben wir einen sauber C9. Mercedes hängen. Hier steht noch ein Speedlight, ein umgebauter AMG GTR. Sehr, sehr schick. Das war es, glaube ich, hier von der Motorworld in Köln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Gesundheit euch, eure ganze Familie. Bis zum nächsten Mal. So, machen wir ihn noch ins Video hier. Das sieht ja aus wie ein Bettmobil, wenn er das Dach anhebt. Ach, guck mal, sogar geht sogar elektrisch wieder runter. Interessant.